Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MIMO Program Serie. In diesem Video geht es wieder um Cyjek. Hier mal ein kurzes Update. Wie man sieht, ist es jetzt Vollbild, also nicht mehr mit dieser doofen Programmleiste oben. Auch sieht man jetzt mehr Icons im Menü, zum Beispiel GPS-Status oder auch in den Einstellungen, dass man die Anzeige drehen kann oder für Links- oder für Rechtshänder. Anzeige drehen, sehr hübsche Funktion. Jetzt ist alles im Porträtmodus, wie man sehen kann. Funktioniert einwandfrei. Auch wenn man jetzt das Programm wechselt, sieht man ohne Probleme, kann man jetzt ein anderes Programm aufmachen und Cyjek ist immer noch im Porträtmodus. So. Ja, heute geht es um die Navigationsfunktion, also eigentlich das Wichtigste von Cyjek. Jetzt mal wieder die Anzeige drehen. So. Dazu klickt man einfach auf den Bildschirm, klickt auf Navigieren zu und jetzt kann man auswählen, eine Adresse einzugeben, einen gespeicherten Favoriten zu nehmen, letzte Ziele, zu denen man navigiert ist, einen Ort von Interesse zu nehmen, eine Postleitzahl auswählen, nach Hause, sofern man die Adresse eingespeichert hat. Einen Punkt auf der Karte auswählen, direkt GPS-Position angeben, das ist gut für Geocaching. Die Stadtmitte angeben, zum Beispiel jetzt bei mir wäre es Berlin. So, geben wir eine Adresse ein. Habe ich ja schon mal gemacht im letzten Video. Navigieren wir nach Berlin. Straße, nehmen wir Schönhauser Allee, da ist es schon. Wie man sieht, man kann auch mit O schreiben und das Ö wird automatisch eingefügt. Wenn man hier unten drückt, kann man auch noch aus weiteren auswählen. Gehe ich nochmal zurück. Schönhauser Allee, alles klar. Nummer, beliebige. So, dann zeigt er einem das noch an. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Point of Interest ausgewählt hätte, könnte man diesen gleich anrufen. Ich kann mir den Punkt jetzt auf der Karte anzeigen lassen. Ranzoomen. Kann mir gleich das Restaurant anzeigen lassen, da ist der Name, die Adresse genau, die Telefonnummer und so weiter. Wenn man irgendwo auf einen Punkt auf der Karte klickt, werden die Längen und Breitengrade angezeigt und wie weit es weg von einem ist. So, wenn man auf Fertig klickt, kann man zu einem Parkplatz in der Nähe navigieren. Da sucht er alle Points of Interest, also die Orte von Interesse in der Nähe von der Adresse, die ich ausgewählt habe. Und ich kann auch die Adresse zu meinen Favoriten hinzufügen. Wenn ich jetzt auf Navigieren klicke, berechnet er die Route dahin. Das geht wunderbar schnell, viel schneller aus. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Ja, okay, machen wir das. Viel schneller als auf jemals irgendeinem Gerät mit Cyjek, was ich hatte. Also da hat das N100 klar die Nase vorne. Hier werden jetzt auf der Übersichtskarte die Route angezeigt, die Entfernung wird angezeigt, die voraussichtliche Ankunftszeit, wie lange ich noch vermutlich brauchen werde und der Modus. Wenn ich auf Details klicke, wird angezeigt, über was man fährt. Gut, das hat er jetzt weggemacht, ich habe geklickt. Machen wir einfach nochmal. Jetzt kann ich gleich die Funktion zeigen, navigieren zu letzte Ziele, da hat man die Schönhauser Allee, navigieren, so, Details, wieso macht er das jetzt, Moment, das ist nicht schön, jetzt macht das, komisch, also, Autobahn, wenn ich auf Autobahn klicke, dann kann man anzeigen, ob man Autobahn vermeiden möchte, also dass er jetzt zum Beispiel nicht über die Autobahn fährt, berechnet erst neu und benutzt nur Stadtstraßen. Wieder auf Details, keine Mautstraßen. So. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Ja. Jetzt kann man sich hier die Route anzeigen lassen, als Liste, in Einzelbildern, Zusammenfassung, eine Präsentation, das werde ich gleich zeigen. Auf Karte anzeigen ist im Prinzip nur das gleiche wie eben in der Übersicht. Demo abspielen. So, das wäre jetzt so, als würde man fahren. Biegen Sie rechts ab.
So. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab und folgen der B2. Ja, wie man hört, er sagt auch Straßennamen an. Ich wollte mir jetzt eigentlich einstellen, dass man das schneller... Biegen Sie rechts ab und folgen der B2. Dass man das schneller jetzt abspielen kann, aber das finde ich jetzt nicht. Aber wie man sieht, folgen so... Folgen Sie der Route für 15 Kilometer. So ist es dann auch, während man navigiert. So, Einstellung, ändern wir zur Vogelperspektive. Sieht es so aus. Viele Autofahrer bevorzugen diese Ansicht, da es eine bessere Übersicht ergibt mit den Straßennamen. Und zusätzlich kann man sich natürlich auch noch die Anzeige drehen, sodass man eine größere Kartenfläche hat. So ist eigentlich die schöne Einstellung, die ich normalerweise habe. Ist am besten dann am Kfz-Halterung dran. So, aber für das Video wieder anders. So. Genordet, dann zeigt er immer nach Norden. Und klar, wieder die 3D-Anzeige. So, wenn man jetzt noch einen, zum Beispiel in einem Stau steht, dann kann man auf Alternativroute klicken. Alternative berechnen, Hindernissen ausweichen, fahren über und so weiter, berechnen eine Alternative. So, von meinem Punkt, wo ich im Moment dann bin, berechnet er eine andere Strecke. Alles klar. So, ausblenden. So, und dann bin ich jetzt, ja, dann zeigt er wieder an. Nach 600 Metern biegen Sie links ab und folgen der B2. Ja. Gut, alles klar. Das war es soweit zur Navigation. Ich schau mal schnell. Geplante Route kann man sich noch, also Zwischenziele anzeigen lassen, aber das zeige ich vielleicht später mal. So, dann gibt es noch den GPS-Status. Da kann man sehen, welche Satelliten er jetzt hat. Das hatte ich letztes Mal auch noch nicht gezeigt. So, ja, Extras hatten wir schon. Das war es eigentlich soweit. Noch was Neues in den Optionen. Gut, das Icon ist neu, da kann man sich die GPS-Position aufzeichnen lassen. Ja, das war es eigentlich wieder zu Cyjack. Inzwischen kann ich sagen, es ist sehr empfehlenswert. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und, kauft es euch, wenn ihr Cyjack unterstützen wollt. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, wie man sich jetzt das Vollbild macht und die Menüeinträge, zum Beispiel den Porträtmodus anzeigen lässt, das zeige ich euch auf meinem Blog. Und wie man vielleicht bemerkt hat, habe ich auch keinen blöden Sicherheitswarnung mehr, keine blöde Sicherheitswarnung am Anfang, sondern er geht direkt zur Übersicht. Ja, E-Mail bekommen. Maemo Community Council. Also wenn ihr euch freut, dass ich die Videos mache und mir vielleicht euch vielleicht meine Meinung gefällt, war total wirre, dann könnt ihr mich erwähnen, fällt mir gerade ein, zum Maemo Community Council. Ja, das war's zu diesem Video, zu Cyjack. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über eine gute Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Und bis zum nächsten Video.